Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir wollen weiter Wasser auffüllen. Ich würde gern hier mal probieren mit diesen, ob wir das auch selbstständig machen können. Wasser. Obstfarm, Wasser dürfte gut sein. Bitte nach vorne fahren. So, dann lass uns, fahr du erstmal vorbei. Und dann kümmern wir uns um den anderen. Ja, der fährt weiter noch zur Brauerei. Lädt hier auch noch auf. So, was haben wir heute vor? Heute würde ich gern zwei Leger kaufen. Und zwar für Karton und Papier. Deswegen werde ich dem LKW hier schon mal zur Zellstofffabrik fahren. Genau. So, da sind wir doch schon. Und eine ganze Ladung Papier und dann Kartons laden. Nun, Kartons sind jetzt hier als erstes, nehmen wir die mal. Ich glaube, ich muss den noch umstellen. Nee, Paletten ist okay. Achso, wir hatten, glaube ich, heute. Nee, hier die Pellets. Paletten haben wir als letztes. Komm. 16 Stück. Jetzt muss ich hier nur mal drehen. Und ja, wohin? Wir hatten ja schon mal geguckt. Ich würde die eigentlich in der Nähe vom Sägewerk gern platzieren. Karton- und Papierlager. Wenn man sich das so anguckt auf der Karte. Wir sind jetzt hier oben und es wäre schön, wenn wir hier unten irgendwo noch ein zweites Lager hätte. Sägewerk, das passt eigentlich ganz gut. Wenn wir da zwei hinstellen oder jeweils eins. So, jetzt sind wir noch beim Zellstofffabrik. Ich flieg mal eben hier rüber. So, ich hatte ja gedacht hier, aber ich würde doch sagen, dass wir die vielleicht hier platzieren. Und zwar so nebeneinander, dass wir da ein Stück Platz lassen für einen Weg, der sein kann. Mal anders. Machen das mal anders. Wir nehmen mal hier, zack. Und eine andere Struktur. Ja. So, machen wir hier mal quasi so eine Linie hin. Dann nehmen wir uns die Halle, drehen die so hin.
Und setzen die mal so hier ran. So, die andere auch. Na, es wird ein bisschen tricky. Aber wir hatten uns ja diese Hilfslinie gezogen. Das dürfte eigentlich 100 pro kriegt man das eh nicht hin. So. Sieht doch ganz okay aus. Jetzt ändern wir noch das wieder auf Kies. Ne, das ist es nicht. Das dürfte es sein, ja. So, das. Gleiche Struktur ist. Seitlich können wir das auch noch machen. So. Dann können wir hier ein bisschen abschneiden. So, da haben wir doch alles wieder schick gemacht. Ah, und wir machen uns auf den Weg, um die ersten 16 Paletten unterzubringen. Ja, wie gesagt, wir warten immer noch auf 10 Grad, aber leider sieht es noch nicht so gut aus. Wir fahren mal durch. Das hat gepasst. Einmal quer rüber und dann links am Hof vorbei. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Ups, da bin ich leicht nach rechts auf den da auf der Rampe gekommen. So. Die Büsche müssen auch mal wieder geschnitten werden. Die ragen ja ganz schön auf der Straße. Und da sind wir schon. Da können wir uns gleich mal überlegen, wie wir da ranfahren. Ich gehe mal von aus, wir fahren von hier ran. Lass uns mal die Kurse anzeigen. Der kommt sogar eher hier rum. Enger. So. Dann würde ich sagen, wir gehen von dem Punkt aus und fahren hier mal so ein kleinen extra Bogen. Und können dann hier links wie rechts rum rausfahren.
Gucken wir uns gleich an, wie gut wir das anschließen können. Und quasi hier genauso. Ich muss noch weiter zurück. Damit wir da vernünftig auch um eine Kurve kommen. So. Das müsste eigentlich passen. Wenn wir hier jetzt weiterfahren, jawohl. Dann schauen wir mal, der Anschluss hier sieht ganz gut aus. Da brauchen wir nichts mehr machen. Ich koppel den mal ab. Nicht ausmachen. Die eine Linie ist ja Quatsch. Die löschen wir mal eben. Schließen die beiden zusammen, genau. Dann können wir den mit dem verbinden. So, dann... Nein, zurück. Können wir den, glaube ich, löschen. Und können dann... von dem Punkt sagen, ne, ein Stück nach vorne bitte, nach dahin. So, das dürfte ganz gut gehen. Natürlich brauchen wir hier noch einen Punkt. Lager. Hier Karton. So. Und dann werden wir erstmal die Paletten abladen, klar. Hier ist ein Karton, hier vorne ist Papier. Wir laden die jetzt einfach hier ab. Der Trigger ist eh zu klein. Ach, und dann noch am falschen abgeladen. Da kann es ja nicht gehen. So. War doch Karton. Gut, dann fahren wir noch ein, laden die nochmal auf. Und laden die ein Stück weiter vorne ab. Ah, ein kleiner Fehl. So, aber jetzt geht die Uhr hoch. Müssen mal schauen, welche werden. Der ist nicht. Der, der, der und der. Der auch noch. Oh, gehen doch. Du nicht? Nee. Warten, bis die weg sind. Dann schieben wir die vier wieder rein. So, dann einmal um den LKW rum.
So, dann sollten jetzt auch alle verschwinden. Du bist am Ausland, das sieht gut aus. So, die Mission war fertig. Abschließen. Dann nehmen wir die nächste an. Akzeptieren. 62. Abmarsch. So. Dann wollen wir uns nochmal eine Lieferung Papier holen und wollen dann auch noch mal ja, neu 16, jeweils 16 Paletten heraussetzen. Damit die Zellstofffabrik weiterarbeiten kann. Oder spawnen lassen, wie man es auch möchte. Die Kurse berechnen werde ich nach der Folge. Weil sonst wäre quasi jetzt die nächsten 2-3 Minuten Stillstand. Deswegen würde ich sagen, das mache ich nachher Folge. Und ja, wir fahren jetzt hier nochmal zur Zellstofffabrik. Laden da nochmal also 16 Paletten Papier auf und lassen dann 16 Paletten Karton und 16 Paletten Papier nochmal spawnen. Dann sollte auch die Zellstofffabrik weiterarbeiten. Müssen da vielleicht nochmal schauen, wie viel Wasser da noch drin ist. Weil die braucht auch einiges an Wasser. Weil die Brauerei, da müsste jetzt genügend drin sein. Fahren mal durch. So, bei der Zuckerfabrik, die arbeitet auch super. Da müssen wir demnächst mal wieder Kompost abfahren. Komm, komm, gib Gas. So, da sind die 16 Paletten. Kriegen wir beide mit. Sieht gut aus, jawohl. 16 Paletten. Einmal ums Gebäude rum. Sind nämlich beide schon wieder rot. Wir machen das so, ich glaube 16 Paletten erzeugen. Und nochmal 16 Paletten, was ist maximal?
22, aha. Erzeugen. So, dann sollten die beiden, können 80.000 wieder produziert werden von jeder Sorte. Und wir machen uns auf den Weg. Na komm, wir fahren hier rum. Wasser wird noch entladen. Das funktioniert. Ne, wird aufgeladen, so. Das ist der LKW und der MB-Truck ist noch am Fahren. Komm, überholen wir dich jetzt. Einmal Außenansicht, einmal Innenansicht. Und dann haben wir schon mal einige Paletten irgendwo in der Nähe, wo wir sie dann auch immer brauchen. Wer weiß, was noch kommt, wo was hinkommt. Vielleicht sind die da goldrichtig. Gehe ja davon aus, dass in einer der nächsten Neuerungen der Bäcker auch wieder in Betrieb geht. Mit der Ölmühle hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. So, jetzt haben wir einen Riesenbogen gefahren. Ja, werden weniger, gut. 8 Paletten. Paletten sind weg. Dann können wir hier weiter reinschieben. Nicht so weit. Hiervon auch noch. Jetzt schiebe ich aber einige weg. Hauptsache, der Zähler geht hier hoch. Wie viele Paletten können wir denn eigentlich ausschleusen? Sechs Paletten, okay. Ist ja nicht viel. So, steht nicht gut. Ja. Stellen wir die Paletten noch mal rein und sollten ja dann auch 80.000 ergeben. Na, ja, du wirst auch weniger. Gut, die sind schon halb weg. Und aber die Palette hat sich noch nicht verändert, deswegen ist das immer, ja, wie gesagt, kommt hin. Hier sind auch schon einige
gespawnt im Lager. 80.000. Für wie viel hat's Platz? 490.000 ist okay. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, ihr auf der nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.